Nachdem das Apikalmeristem eine lange, dünne, primäre Wurzel gebildet hat, kann bei mehrjährigen Pflanzen diese dünne, primäre Wurzel im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, dicker und dicker werden. Und diesen Prozess nennt man sekundäres Dickenwachstum. Wir wollen anschauen, wie dieses sekundäre Dickenwachstum abläuft, und wir wollen auch sehen, was mit den verschiedenen Geweben im Inneren der Wurzel geschieht, welchen Beitrag sie dabei leisten. Wir beginnen mit der primären Wurzel, die ist hier gerade gezeigt. Einige dieser Gewebe, die jetzt in der primären Wurzel eine Funktion erfüllen, die werden dann bei dem sekundären Dickenwachstum verschwinden, sie werden absterben und zerreißen. Für uns wichtig werden zwei Gewebe im Innern sein, die relativ weit drin im Zentralzylinder liegen. Einerseits ist das das Leitgewebe Cambium, das ist in diesem Zustand erst teilweise ausgebildet. Wir machen das hier mal rot. Und ein weiteres Gewebe, das wir benötigen werden, das ist das Pericambium. Das liegt hier gleich innerhalb der Endodermis. Beide dieser Kambien werden neues Gewebe erzeugen, und dieses Gewebe führt dann letztlich dazu, dass die Wurzel im Laufe der Zeit immer dicker werden kann. Der primäre Wurzelquerschnitt, den wir da sehen, der stammt aus dem Bereich der Saugzone, also dem Bereich, der Wasser aufnimmt. Durch die Aktivität des Pericambiums und des Leitgewebekambiums werden nun im Innern der Wurzel neue Gewebe erzeugt. Das Leitgewebekambium in rot gezeigt hier ist eine feine, dünne Zellschicht, welche nach außen neue Zellen produziert. Das ergibt das sekundäre Phloem. Und sie erzeugt auch nach innen neues Gewebe. Das ist das sekundäre Xylem. Nach außen das sekundäre Phloem, in der Abbildung hellgrün gezeigt. Und gegen innen entsteht sekundäres Xylem, bei uns hellblau dargestellt. Im Moment noch nicht besonders aktiv ist hier das Pericambium. Dadurch, dass das Leitgewebekambium im Innern neues Gewebe erzeugt, benötigt dieses neu gebildete Gewebe Platz. Das bedeutet, im Innern der Wurzel nimmt das Volumen zu, und weil dieses Volumen zunimmt, beginnen nun die äußeren Schichten aufzureißen, zu platzen. Sie gehen auch zugrunde. Die Rhizodermis ist das erste Gewebe, das hier abstirbt und abgestoßen wird. Das Rinnenparenchym und die Endodermis werden dann gleich folgen. Gibt man der Wurzel nun einige Jahre Zeit, der Zeitsprung ist hier relativ groß, den wir da gerade machen, von dem zweiten zum dritten Querschnitt, das sind vielleicht 3, 4, 5 Jahre später, die wir jetzt da sehen, dann haben wir eine völlig andere Situation, auf den ersten Blick zumindest.
damit wir uns da orientieren können. Hier sitzt das Leitgewebe-Kambium. Es ist immer noch aktiv, es bildet immer noch neues Gewebe. Gegen außen sekundäres Phloem, man nennt das auch den Bast. Das sekundäre Phloem transportiert die Assimilate, den Zucker, von den Blättern über die Sprossachse hier jetzt hinein in die Wurzeln. Das Wurzelgewebe muss ernährt werden und das geschieht über diesen Zucker, der von den oberirdischen Organen durch Photosynthese erzeugt wird. Gleichzeitig nehmen die Wurzeln immer noch Wasser und darin gelöste Nährstoffe auf. Die werden über das sekundäre Xylem, auch als Holz wird das bezeichnet, in die oberirdischen Pflanzenorgane transportiert. Was auffällt ist, das primäre Phloem und das primäre Xylem, das ist nur noch als Rest vorhanden. Das primäre Phloem würde hier an dieser Stelle sitzen. Von der Bedeutung her, die hat dieses Gewebe, leistet es keinen Beitrag mehr, der relevant ist. Mengenmäßig wird es dominiert vom hellgrünen sekundären Phloem, das jetzt die Funktion übernommen hat. Und das gleiche gilt für das primäre Xylem. Das liegt hier im Innern. Und dieses primäre Xylem, das hat ebenfalls keine wesentliche Funktion mehr. Es ist kaum noch am Wassertransport beteiligt. Geht man ganz nach draußen, dann sieht man, dass von der Endodermis, dem Rindenparenchym und der ursprünglichen Rhizodermis kaum noch etwas übrig ist. Da sind noch so Reste vorhanden, die sind hier schwarz schraffiert. Dieses Gewebe ist zerrissen, das wurde abgestoßen. Gleichzeitig bedeutet das, die Wurzel muss jetzt einen Weg gefunden haben, eine neue Abschlussschicht zu bilden, eine neue Haut, könnte man auch sagen. Und diese Funktion wird vom Perikambium übernommen. Das ist diese pinkfarbene Schicht hier. Die geht ganz rundherum. Und dieses Perikambium, das produziert gegen außen ein sekundäres Abschlussgewebe, ist eine Art Rinde, könnte man auch sagen, eine Schutzschicht, die darunterliegenden Gewebe vor Mikroorganismen schützt, aber auch vor dem Eindringen von unerwünschten Substanzen, die im Bodenwasser drin gelöst sind. Betrachtet man nun den sekundären Wurzelquerschnitt, dann haben wir hier natürlich keine Wasseraufnahme mehr. Das sekundäre Abschlussgewebe ist wasserundurchlässig und wir befinden uns hier jetzt im Bereich der Leitzone.